Ja, guten Morgen, liebe YouTube-Freunde hier aus den schönen Rhodopen in Bulgarien, nähe Velingrad. Wie bereits angekündigt, versuchen wir heute den Aufstieg auf den Berg. Der Wanderweg ist an sich recht einfach. Allerdings ist es schon anstrengend, bei über 32 Grad hier hochzulaufen. Ja, wie man hier sieht, waren schon andere Menschen vor uns hier oben und haben es doch gewagt, in der Hitze ein Feuerchen zu machen. Das gefällt mir echt hier oben, dass es überall sauberes, klares Quellwasser gibt, was man problemlos auch ohne Filter trinken kann. Also ein Zäuer ist hier völlig überflüssig. Ja, auch hier gilt leider die Regel, come in, trash out. Liegt leider sehr viel Müll rum, das finde ich schade. Hier liegt aber auch Wolle oder irgendwas von einem Tier herum. Ja, kann ich jetzt nicht sagen, was das sein soll. Hier steht, dass es verboten ist, dieses Gebiet zu betreten. Wahrscheinlich wird hier Trinkwasser gewonnen. Ja, nach dem erfrischenden Bad in der Quelle geht es mir gleich wieder besser. Ja, wie man hier sieht, kann man sich überall prima ausruhen. Eine kleine Bergkirche hier oben. Und da unten irgendwo hatte ich eine Schutzhütte entdeckt. Ich weiß nicht, ob ihr die erkennen könnt, da zwischen den Bäumen. Schaut euch mal die Erhabenheit der Berge an hier. Ist das nicht herrlich? Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt. Irgendwo ganz da hinten klingeln die Glöckchen von Kühen oder Schafen. Hier stellen wir ein Schafhirt unterwegs. Hier oben in dem Gebiet sollen sich übrigens auch Partisanen versteckt haben. Da war vorhin ein kleines Hinweisschild, was darauf hinwies. Ja, ist die Gegend hier nicht herrlich? Schaut euch um. Menschenleer, völlig ruhig. So habe ich es mir vorgestellt. Hier liegt die Frau, die auf die Kirche aufpasst. Schöner Kanonenofen hier im Hintergrund. Ja, hier sind doch noch ein paar Wandersleute unterwegs, wie ihr seht. Aber ansonsten ist hier alles frei, leer und ruhig. Nur ein wenig warm in der Sonne. Ja, und wieder eine Schutzhütte entdeckt. Ich glaube, die haben wir auch bitter nötig, weil meine Familie langsam nicht mehr kann. Es ist wirklich extrem heiß heute. Ja, ich möchte euch gleich mal meine Schuhe zeigen, die ich heute hier bei der Wanderung trage. Das sind die Keen Unique. Ich weiß nicht, ob ihr die erkennen könnt. Bisschen dunkel hier scheinbar. Ja, die Schuhe haben sehr guten Grip.
Allerdings kommt durch diese Schnürung der Sand durch. Und wir das jetzt mal ordentlich ausschütteln. Ja, liebe YouTube-Freunde, bei der Gelegenheit möchte ich euch gleich meinen neuen Hut vorstellen. Er ist von der Firma Outdoor Research. Die Oberseite besteht aus Gore-Tex. Ich hoffe, das kann man so erkennen. Ja, hier das Logo OR, Outdoor Research. Innen drin ist er sehr weich gefüttert. Hat hier hinten eine Verstellmöglichkeit, damit er wirklich passt. Ich habe ihn mir in Größe 59 gekauft. Da passt er optimal auf meinen schon etwas lichten Kopf. Ja, man kann mit dem Hut auch prima Wasser holen und man kann ihn so offen tragen, so finde ich ihn am besten. Da schützt er nämlich auch das Genick vorm Verbrennen, hat er mir hier in Bulgarien schon gute Dienste geleistet. Oder man kann die Seiten hier ankletten, hier ist Klettverschluss, so, und ihn dann wie einen Cowboyhut tragen. Ja, so finde ich ihn aber nicht so wirklich gut, besser gefällt er mir echt so. Ja, gekostet hat der Hut ungefähr 50 Euro. Ich habe ihn bei Globetrotter bestellt online. Ich werde dann nochmal genau den Link unten reinschreiben und auch was er exakt gekostet hat. Dankeschön. Jo, diese Aufnahme hat meine Kamerafrau Eliza gemacht. Da legt sie Wert drauf, dass ich das erwähne. Dankeschön. Nach dieser Hitze tut ein wenig Abkühlung im Nadelwald wirklich gut. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das hier erkennen könnt. Der transportiert gerade ein Pferd Holz den Berg hinunter. Das ist etwas schlecht zu sehen aufgrund der vielen Bäume. Ihr seht, wie schwierig das hier ist. Ja, nun sind wir an der zweiten Bergkirche angekommen. Der Weg hier hoch war sehr steil, habt ihr gerade gesehen. So, mal schauen, was uns da erwartet. Ja, hier ist die Kirche Heiliger Nikolai. Sveti Nikola. Übrigens auch hier wieder. Eine sehr schöne Wasserstelle, zu der ich jetzt zuerst hingehen werde. Mich erstmal erfrischen werde. Ich kann erzählen, was hier auf diesem Schild drauf steht, weil ich kann es ja leider nicht übersetzen. Bitte schön. Nee. Ja, 1666 wurde hier die bulgarisch-orthodoxe Kirche Heilige Nikola zu Boden vernichtet. Als hier die Bevölkerung zwangsmuslimisiert wurde, die bulgarische Bevölkerung, von den Türken, 1666. Dankeschön. Nun sind wir am Ziel unserer Wanderung angekommen. Hier ist ein prima kleiner Fluss, indem ich jetzt sicher gleich mal meine Füße kühlen werde. Ja, ein kaltes Bad der Füße tut echt gut bei dieser Hitze. Ja, sieht das nicht schön aus hier, sagt mal, ehrlich. Ja, und zu essen gibt es ja auch, wenn man sieht. Ja, wie ihr seht, praktizieren wir hier auch Come in, Trash out. Den Müll, den wir unterwegs finden, und unseren eigenen Müll nehmen wir natürlich wieder mit. Ja, guckt mal hier. Eine Pferdekutsche. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. So kann das iPhone 6 Plus leider nicht zoomen. Hier ist eine alte Frau dabei, den Zaun zu reparieren.
und den Platz, auf dem sie ihre Kühe weiden lässt. Es ist erstaunlich, mit wie viel Kraft diese wirklich alte Frau dort den Pfahl hineinrammt. Ja, mit diesem Bild möchte ich mich von euch verabschieden. Wir sind jetzt knapp 4,5 Stunden gewandert. Ich denke, das reicht mit der Familie. So groß sind ja meine Kinder doch noch nicht. Und auch mir ist jetzt doch schon ganz schön warm geworden. Weil bald über 32 Grad hier und praller Sonne. Bergauf und bergab zu wandern, aber schön war es. Die Landschaft gefällt mir absolut. Ja, herrlich in Rhodopen, kann ich euch nur empfehlen. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen bedanken. Hier war, wie immer, euer Marc Boy für YouTube. Ciao, bis zum nächsten Mal.